Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen FIFA 21 Hannover 96 Modus. Ja, wir haben in der letzten Zeit wieder ein bisschen Punkte eingefahren, was da vorher katastrophal gelaufen ist. Ist jetzt in den letzten drei Spielen besser gelaufen. 2 Siege, 1 Unentschieden. Ich glaube, da kann man mit leben. Sind aktuell 9. Platz und spielen jetzt gegen Stuttgart. Die stehen hinter uns. 15. Macht aber nichts. Wir haben gegen Köln gewonnen, aber gegen Nürnberg den letzten Unentschieden gespielt. Aber meistens sind die unten sind, immer die Stärkeren. Ist zumindest oft bei FIFA so. Aber egal. Wir müssen weitermachen. Achso, Swomasi können wir ja nochmal. Scheiße. Letzte Folge habe ich das. War ich hier. Bei Entwicklung. Wo ist er? Da ist er. Entwicklungsplan. So, weiter geht's. Ich glaube, wir haben jetzt gleich zweimal Stuttgart. Also einmal in der Liga, dann kommt ein Gegner und dann haben wir sie in der im Pokal. Oh. Kolumbien besiegt Rivalen, 3-0. Hermann holt sich den Spieler des Monats Award. An Hermann habe ich, muss ich gestehen, auch gedacht, was Transfers angeht. Aber habe mich dann doch für Lingard entschieden. Ich glaube, der war ja wirklich mal bei Hannover im Gespräch. Oder das habe ich wieder nur geträumt, ich weiß es nicht. Oh, Schottland. So, liebe Schotten, vielen, vielen Dank, aber nein, danke. So, wollen wir Lingard nochmal drin lassen, oder? Ah. Komm, wir lassen ihn nochmal drin. Krieg nochmal eine Chance, der Gute. Warum? Das war nicht meine Absicht. Toll. Machen wir es halt nochmal. Entschuldigung. Was bedeutet die Uhr? Er kann sich im Moment nicht weiter verbessern oder wie? Wieder um auf ausgeglichen, haben wir eben auch gemacht. So, zurück. Demolieren. Erneut mit Topleistung. Oh nein. Mein Gott. Da ist wieder Hermann. Dir sei es gegönnt, mein Freund. Dein Spieler des Monats Award. Da ist wieder Schottland. Und diesmal ist Rumänien. Liebe Rumänen, vielen, vielen Dank, aber nein, danke. So, wir wollten Lingard lassen. Also komplett so. Hauen wir mal rein.
Aber im nächsten Spiel werden wir mal ein bisschen rotieren. Hab ich. Es ist klar, dass wir uns vor allem auf ihn konzentrieren. Denn der hat in den letzten drei Partien drei Tore gemacht. Waldemar Anton ist eigentlich auch ein cooler Spieler. Wir zeigen sie Ihnen. Den hätte man vielleicht auch holen können. Herzlich willkommen in der HDI-Arena, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie zu dieser Partie. Am Mikrofon meldet sich das gewohnte Team Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Hannover 96 gegen VfB Stuttgart. Ein spannendes Ligaspiel also, Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man gut, auch, Jesse, wenn man die Fans beobachtet. Eine extreme Erwartungshaltung vor dieser Partie. Den Ball kann er abfangen. Wie wichtig war der? Dux. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Niklas Dorsch. Genki Haraguchi. Nein! Gut und fair das Tackling. Der muss weg sein. Kein gutes Timing, deshalb ist er ins Abseits gelaufen. Wenn wir über die Strategie der Gäste sprechen, Buschi, dann müssen wir vor allen Dingen über das Pressing reden. Und was für ein Pressing. Dieses Vorchecking, den Gegner regelrecht einschnüren, seine Angriffe sofort unterbinden. Boom. Wieder Genki. Sauber Genki, Junge. Bester Mann für uns. Er und meiner sind hier bei uns in der Saison Treffer, oder im Team absolut unverzichtbar. Oh, so gut. Oh. Castro. Osako. Vorteil ist angezeigt. Gut vom Unparteiischen. Wird's jetzt gefährlich? Ball kommt rein. Schöner Kopfball, aber nicht den wollte er unbedingt. Ball geht haarscharf drüber mit ganz viel Pech. Spielt Anton? Sie bekommen den Einwurf. Ich glaube, der spielt, ne? Marcel Franke. Super dieses Zuspiel. Ohoho. Da ist er jetzt durch. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken ausgekontert, aber Rattenpass. Der auf meiner, ne? Dich als Torwart gleich zwei Leuten gegenüber siehst. Was willst du denn da machen? Eine Seite kannst du dicht machen, aber eben nicht beide. Tor fällt fast zwangsläufig. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Ball ist jetzt wieder weg. Yuya Osako. Nein. Yuya Osako. Da kommt die Flanke. Das hätte ich ja nie und nimmer gedacht. Sie schaffen. Wieso war der da so alleine? Könnten vielleicht sogar noch ausgleichen. 2:1. Hier ist noch alles drin. So, wir gehen mal kurz rüber ins Studio. Auf dem anderen Platz ist nämlich ein Tor gefallen. Ja, wir haben hier das erste Tor für Schalke 04. Neuer Spielstand damit 1:0. 29 Minuten sind gespielt. Vielen Dank und Chance auf den Ausgleich. So, was passiert jetzt mit unserer Mannschaft? Eckball. Plötzlich geht nichts mehr. Ecke wird kurz ausgeführt. Sie versuchen sauber mit dem hohen Zuspiel. Spielt den Ball in den freien Raum. Immer noch gefährlich. Genki. Sie
Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Der lässt uns nie hängen. Ich schaue nochmal auf die Wiederholung dieses Tors. Erst kommt der Pass. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Niklas Dorsch. Nein! Er zeigt den Vorteil an, sie können weiterspielen. Osako. Da ist die Flanke. Haraguchi. Schöner Steilpass. Gut in den Lauf gespielt. Die Riesenchance. Und er behält. Ich weiß. Billigtor und so. Egal. Tor ist Tor. Wenn sie es ihm so leicht machen, dann fällt das Tor. Sehen wir hier nochmal sehr schön. Braucht ein bisschen Erfolg für mein Selbstvertrauen. Ein einseitiges Spiel heute. Schauen Sie sich diesen Spielstand an. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Und sie waren klar überlegen in der ersten Hälfte. Unglaublich, 4-1 zur Halbzeit. Das ist ja, hätte ich mir im Leben nicht träumen lassen. Die zweite Hälfte läuft und sie gehen mit einer beruhigenden Führung in die zweiten 45 Minuten. Und nun Castro. Es gab einen Elfmeter auf einem anderen Platz. Deswegen mal kurz rüber ins Studio. Borussia Dortmund hatte hier einen Elfmeter. Aber Erling Haaland hat die Chance nicht genutzt. Der Torhüter macht sich da ganz lang und dann kommt er tatsächlich noch an diesen Ball. Tolle Parade. Es steht also weiterhin 1-0. Gespielt sind hier 48 Minuten. Dankeschön für diese Infos. Bald ist es vorbei. Das nächste Spiel in der Bundesliga für Hannover 96. Dann geht es. Jetzt ist er durch. Boom. Das ist der Dreierpack für ihn. Der ist heute nicht zu halten. Die Marvin Show. Schauen wir uns das Tor noch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Das könnte was werden jetzt. Gefährlich! Jetzt müsste mal eine zündende Idee kommen. Haraguchi. Jetzt ist Platz für den Konter. Könnte was werden. Guter Pass. Gefährlich jetzt. Er wirft sich in den Schuss. Das war wichtig. Da ist die Chance. Komm schon. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Sie holen sich den Ball. Zu verspielt. Waldemar Anton. Ach, da ist er. Und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Yuya Osako. Auch dieser Ball kommt an. Das macht er gut heute. Sehen wir den nächsten Gegner, mit dem sich der VfB Stuttgart messen wird. Die Gelegenheit. Der Abschluss war. Entschuldigung. Wechseln. Was machen wir denn mal? Wir machen wieder Schindler. Hier hin. Wir bringen unseren guten Weidand hier hin. Bellingham. Eventuell. Wieder. Mal. Komm. Oh, warte. Ah. War nicht präzise genug. Der Ball geht doch ein gutes Stück am Tor vorbei.
Starkes Ding. Auf außen ist Platz. Ah, da wäre jetzt Platz. Weite Flanke, nicht ungefährlich. Der ist drin. Und da macht er gleich sein Joker-Tor. Klasse, wie er sofort da ist. Verrückt. Wir blicken noch mal kurz auf diesen Treffer. Erst die Flanke und dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurze Distanz, schaut kurz, wo ist die Lücke und findet sie. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Ball ist wieder weg. So, natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Gefährliche Szene. Oh. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Ja, Flanke kommt kurz. Das war einfach. Er holt sich die Flanke. Klasse Pass. Sucht natürlich jetzt die Lücke. Gute Aktion. Da hat er die Chance. Tor. bitte, ein Eigentor. Jetzt passt hier auch alles zusammen. Immer bitte. Auch mal eine neue Erfahrung für ihn. Das muss er und das wird er abhaken und daraus lernen. Viel witziger wäre es gewesen, wenn es Anton gewesen wäre. Zu sehr geschockt vom Eigentor. Wir schalten kurz rüber ins Studio, denn im Parallelspiel hat es Elfmeter gegeben. Borussia Dortmund hatte hier einen Elfmeter. Aber Marco Reus hat diese Chance vergeben. Das war vielleicht auch eine Sache der Nerven. Das war zumindest kein guter Schuss. Es steht also weiter 1:1. Gespielt sind 78 Minuten. Vielen Dank für das Update. Er ist frei, da kann was draus werden. Gefährlich, immer noch. Schindler. Sie machen das Tor. 8:1. Auf ultimativ. Kurze Entfernung das Tor, da sehen wir es nochmal. Also ich hoffe, dass es noch ultimativ ist. Alles richtig, ich weiß genau, wo der Ball hin muss. Besser kannst du den nicht machen. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Ich sehe Bewegung auf der Bank, es gibt gleich den Wechsel. Das ist jetzt genauso unwirklich wie jetzt vor kurzem. Wir haben hier den zweiten Treffer. Hat doch der neue Spielstand heißt Stuttgart gegen Dortmund 5:1 gewonnen oder so. Vielen Dank und das war auch so. Wirklich? Da ist die Balleroberung. Ich gebe es ganz offen zu, mit so einer eindeutigen Kiste hätte ich hier nicht gerechnet. Ja, überrascht mich eben. Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht, das stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Niklas Dorsch. Genkera gut. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Der geht nicht jetzt vielleicht. Naja, egal. 8:1 ist schon übel. Also an die Gastgeber. Das war eine klasse Leistung heute. Wer hätte denn mit sowas gerechnet? Ich hoffe auch, dass es noch ultimativ war. Nicht, dass da irgendwas passiert ist und... Aber was? Was soll passiert sein? Danke, dass Sie direkt nach dem Spielende für ein paar Fragen zu uns rübergekommen sind. Sensationelle Leistung. Sie auch? Kompliment an den Gegner. Ein enges Spiel. Hätte das Spiel auch anders laufen können. Ich konzentriere mich aufs nächste Spiel. Danke für das Gespräch. Sehr gerne. So, warte, ich muss jetzt kurz. Ultimativ. Glaubt es kaum. Ausgeglichen abgeschlossen. Und jetzt, das heißt, der entwickelt sich nicht weiter, oder wie?
Oh, Dorsch ist auch abgeschlossen. Dann darf Dorsch jetzt wieder trainieren. Schindler erzielt Siegtreffer gegen Stuttgart. Zumindest ein von acht. Was willst du? Letztlich werden sie sicher einen Ersatzdefensiv-Mittelfeldspieler suchen, aber geben sie mir die Chance, für ihn zu spielen. Ich glaube, ich schaffe das. Streng dich an, dann kann es klappen. Harte Ansage. So, wenn wir mal rotieren jetzt hier. Weidand. Schindler. Dafür ist Schindler vorgesehen. Hier soll es Wumasi hin. Bellingham. Wer ist eigentlich unser Ersatzsechser? Haben wir gar nicht. Machen wir mal für Duxch. Für Duxch. So, Hübers. Haraguchi bleibt. Arnold nehmen wir mal mit hier. Sulemani nehmen wir mal mit. Für Frankie. Every feature when you greet me, call me killer. Rapper, not a preacher, God forgive me, I'm a sinner, but I know you got my back, so I give thanks before my dinner. Hottest jungle in the UK, give up what you say. They was popping back then, cause it's a new day. Rapping battle, you're 30, it's too late. Running up your gums, you ain't worthy, it's too fake. Chopping rhythms up with YJ, gotta whip a new tape. Blocking women out my life, I ain't got time for you, babe. Boxer, jetzt weiß ich aber, wie wir vielleicht noch call the driver, run outside, get inside the new shape. Noch eine Position beibringen könnten. Vielleicht diesen Wirtz. Entwicklungsplan. Vielleicht können wir ihnen noch defensives Mittelfeld beibringen. One step, two step, a rapper who's next. I'm the truth, so don't ever get the youth vexed. Doing what I do, I'm making moves, I got my clues set. Headlock in the game, gonna finish it with a suplex. Okay. I've been killing it seriously, where the f*** have you been? Be the odds, I'm got the haters, every point got proven. Let me in and now they sit because you boys are nuisance. Take the f*** a little bit, but you can't have movement. Mom and dad are happy, be taking off. And they ain't got to worry about a mortgage because I paid it off. Had to take my shot because I really couldn't take my job. Now I'm making guap, it's kind of hard to find a way to not. With my baby cakes, I'm baking off, you know she loves the baby. Mal sehen. War jetzt natürlich eine krasse Rotation, aber vielleicht brauchen wir das mal. Speak my mind every time I see the mic. Say it how it is, I just be me fam, I don't need to lie. Easy with it, G, I bring the peace and keep my peace of mind. Do it for the cake and I won't sleep until I eat a slice. But don't bow. Hallo liebe Fußballfans, schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Am Mikrofon melden sich. Oder jetzt kriegen wir die Wolfuß und das Echo und kriegen jetzt 8-1 Packung. Übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. SC Freiburg gegen Hannover 96. Wir sind also zu Gast in der Liga. Sorry. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften und ja, dann schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Schöne Aktion. Emmanuel Boateng schirmt den Ball gut ab. Günther. Griffo.
Tja, wo ist sie jetzt, die Lücke? Wo ist sie? Die Chance. Das ist klasse, wie sie das da machen, weil sie ein exzellentes Kurzpassspiel aufziehen. Jetzt der Vorstoß. Klasse Pass. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Oh. Jetzt der Eckball. Boah. Da kommt der Kopfball, aber gehalten vom Torhüter. Schade. Er feiert hier heute sein Debüt. Die Fans hoffen, die Fans erwarten sich eine Menge. Was traust du ihm zu, Buschi? Viele sagten ja, denen fehlt noch ein Flügelspieler. Das hat sich jetzt erledigt. Den haben sie. Einen absoluten Star, der helfen kann. Ne? Habt doch keinen Blödsinn hier. Felix Paslak. Guck mal, passen konnte er auch schon mal. Der Ballverlust. Hannover 96 dürfte zufrieden sein mit der eigenen Leistung angesichts des jüngsten Heimsieges, als man es mit dem VfB Stuttgart zu tun hatte. Das war natürlich ein Spektakel mit reichlich Toren. Heute wird es, da muss ich so ein bisschen Luft rausnehmen, nicht so wild zugehen. Ich setze auf ein Unentschieden. Gucci. Kingsley Schindler. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Ja. Und jetzt der Boah. Schuss. Ah, der geht nicht rein. Das war knapp. Da hätten sie um ein Haar das Tor gemacht. Verrückt. Stark, Junge. Pass auf den Flügel. Gut. Gut geklärt, aber Einwurf. Oh. Die Gelegenheit für die Flanke. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Emmanuel Boateng. Ruhiger Aufbau, aber sie ziehen clever ihr Spiel auf. Vielleicht gelingt jetzt die Führung. Mit dem Ball. Heftig. Super gehalten. Esser. Könnte gefährlich werden. Ecke in den Strafraum. Oğlan Çalay. Hier wurde auf Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Vincenzo Grifo. Emmanuel Boateng. Chance zur Führung. Ein unfassbares Tor. Abseits. Das Tor wird wusste nicht ich. Gegeben. Wusste ich. Aber das zu Recht. Es war abseits. Jannes Horn. Es gibt ein Tor aus einer anderen Partie zu vermelden. Ich gebe mal kurz ab ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Werder Bremen. Neuer Spielstand damit 1:0. 31 Minuten sind hier gespielt. Danke für dieses kurze Update. Boateng! Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Ecke kommt in den 16er. Oğlan Çalay. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Vincenzo Grifo. Gut abgeblockt. Wo denn? Haraguchi. Spielzug meiner klappt ohne meiner nicht. Ball läuft gut. Da kommt die Hereingabe. Tor. Es tut sich was im Parallelspiel, nämlich ein Tor. Deshalb kurz mal rüber ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Bayern München. Der neue Spielstand damit 1:1. Gespielt sind 42 Minuten. Vielen Dank für das Update. Ball ist wieder weg.
Aber das wäre natürlich ein super Tor gewesen. Der Kopfball von Weidand. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Haraguchi. Felix Paslak. Janis Horn. Und als nächstes steht an ein Match im deutschen Pokal für Hannover 96. Dann geht es zu Hause gegen Stuttgart. Da sollten Sie dabei sein. Das dürfte richtig spannend werden. War das nicht ein Foul? Horn. Da haben sie jetzt Platz. Kommt jetzt die Flanke. Da schießt er. Gute Aktion vom Keeper. Was hat Horn da wieder gemacht? Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Schieben wir es auf mangelnde Spielpraxis. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. Der Ball kommt rein. Oh, das sah gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Beto Henrique. Vincenzo Grifo. Was macht er draus? Vincenzo Grifo. Freiburg, ja, das kann gefährlich werden. Nein! Macht er gut hier. Vincenzo Grifo. Der Ball kommt wieder zurück. Und die Möglichkeit. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Oh. Felix Paslak. Kingsley Schindler. Schönes Zuspiel hier. Genki Haraguchi. Da macht er fast das Tor mit diesem Hammer. Es fehlt wirklich nicht viel. Wir wechseln auch. So, wir machen Haraguchi. Sollen wir Tarnath wirklich bringen? Sollen wir? Ich weiß es nicht. Ach egal, wir spielen das mal so. Und er hätte jubeln können. Würz macht jetzt einen. Er macht heute den Siegtreffer. Günther. Gute Aktion. Meiner. Jetzt gibt's Einwurf. Boateng. Klasse Pass jetzt. Vincenzo Grifo. Gut gesehen, das war abseits. Was ist denn los, Sommer? Die Vorwärtsbewegung jetzt und die Balleroberung, wichtig. Das war halbherzig, auch von mir. Ich war mir irgendwie nicht so schießen, passen, laufen. Angst vor Konter, alles. Er überzeugt heute als Passgeber. Wieder ein guter Pass von ihm, nicht das erste Mal heute. Da ist die Balleroberung. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Oh, was ist das denn? Das sieht vielversprechend aus. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Gefährlich. Er schießt. So, endlich. Tor 1 in diesem Sauber. Spiel. Lang genug hat's gedauert. Ja, die Fans waren schon ungeduldig und jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie sich dieses Spiel noch entwickelt. Und hier sehen wir, wie er die gesamte...
So, wir wechseln aber nochmal. Jetzt so kurz vor Ende bringen wir nochmal Soleimani. Und wir bringen Tarnat, komm. Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Und das war eine ganz, ganz enge Partie heute, die vielleicht hier jetzt den glücklichen Sieger gesehen hat. Hat sie, Buschi? Vielleicht. Führungstreffer kurz vor Schluss. Ob sie das halten können? Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Jetzt wollen die Fans hier nochmal richtig Gas geben. Ja, hört sich zumindest so an, ob die Mannschaft dadurch nochmal die letzten Kräfte mobilisieren kann. Noch sind sie hinten. Nochmal, jetzt vielleicht die Gelegenheit zum Ausgleich. Das war Pech, das ist Abseits. Ich glaube, wir bleiben im Ballbesitz, oder? Geben. 1-0. Knappe Führung, kurz vor dem Ende. Und gegen wen geht's als nächstes, Buschi? Der kommende Gegner von Hannover 96 heißt VfB Stuttgart. Und wenn sie da die Leistung abrufen können wie heute, dann haben sie eine gute Chance. Ein guter Pass. Ja, nicht der erste. Sie sind heute gut drauf. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Will nicht mehr. Will wirklich nicht mehr. Schlusspfiff in dieser sauber. Heutigen Partie. Ich habe daraus gelernt. Im Bayern-Spiel haben wir es ja nicht gemacht. Sie holen hier den knappen Sieg, setzen sich durch und man hat wieder also im Pokal gesehen, in der letzten Saison. Diese Mannschaft ist. Und haben deshalb verloren. Bayern wieder 2-1 gewonnen. So, was wollt ihr wissen, Freunde? Danke, dass Sie für ein kurzes Statement. Es bleibt ein bisschen ohne Niederlage. Gehen Sie davon aus, dass es so weitergehen wird. Wir dürfen uns darauf nicht konzentrieren. Wir konnten durch entscheidende Tor im zweiten Durchgang einen knappen Sieg einfahren. War sicher ausschlaggebend. Ja, gemacht. Konzentriere mich aufs nächste Spiel. Sie konnten die Wende noch schaffen und haben das entscheidende Tor gemacht. Hatten Sie vor dem Spiel diese beiden ausgeglichenen Teams Zweifel, dass es sie geben würde? Ich habe der Mannschaft vertraut. Vielen Dank. Was wäre ich auch für einen Trainer, wenn nicht? So, jetzt steht Pokal auf dem Plan. Aber ich würde sagen, ich werde die Folge vorher noch einmal beenden. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Lasst mir was da, passt auf euch auf und bis dahin. Ciao, ciao.